Oh, wo kommst du denn her? So, Anfang der Stadt ist hier. Hallo, wie geht's? Eine Müllerin. Oh, hallo. Schön, dass Meister du der Schattenmagie. Ja. Kaching. Sehr schön. Jetzt sind wir sowohl gut gewesen, als auch böse. Und jetzt sind wir einfach nur noch mächtig. Uns ist das Ganze ziemlich egal. Wir wollen einfach nur noch mächtiger werden. Da. Wie geht's? Ein Koch. Nö, danke. Schön, dass du da bist. Leeres Haus. Wie geht's? Gelehrter. Wie geht's? Tal der Heiterkeit. Das Tal der Heiterkeit war einst das grünste und fruchtbarste Landstrich in Enrod. Heute liegt ein Fluch über dem Tal, der die Pflanzen verdorren, die Tiere erkranken und die Menschen flüchten lässt. Zurück bleibt ein ödes Land, in dem niemand mehr leben möchte. Wie geht's? Tal der Heiterkeit. Die Fäule? Kurz nach der Nacht der heranstürmenden Sterne begann die Fäulnis im Tal der Heiterkeit sich auszubreiten. Nach einigen Jahren waren alle Pflanzen verdorrt, beinahe alle Tiere sind erkrankt und gestorben und die Bewohner mussten nach Osten abwandern, um genug Nahrung zu finden. Die Fäulnis zeigt keinerlei Abschwächungen. Im Gegenteil, sie breitet sich immer schneller aus und wird eines Tages den ganzen Kontinent bedecken, wenn nichts dagegen unternommen wird. Das klingt echt nicht gut. Wie geht's? Sweetwater Pass. Die Teufel sind zwar mächtig, aber weit davon entfernt, unbesiegbar zu sein. König Roland hat am Sweetwater Pass gegen sie gekämpft und gewonnen, indem er sie ausmanövrierte und überlistete. Sie sind hart, aber wie jeder andere sterben auch sie, wenn sie von einem Schwert durchbohrt werden. Hallo. Ich hätte aber eigentlich ganz gerne ein paar Geschäfte. Hallo. Wie geht's? Meister der Lichtwand? Vor langer Zeit habe ich eine Waffe gefunden, die Sonnenlicht verschießt. Und die fast alles tötet, wogegen ich sie richtete. Ich habe damit so viele Drachen erlegt, dass es fast schon zur Routine geworden ist. Ich konnte sie wie dicke, langsame Enten vom Himmel holen. Eines Tages hörte die Waffe auf zu funktionieren und meine Karriere als Drachentöter war damit beendet. Wenn du mir eine solche Waffe bringst, werde ich dir für 5000 Goldstücke zeigen, wie du sie benutzen kannst. Ah, das sind also die antiken Waffen. Das hörte sich wie ein ganz neuer Skill an. Das war schon ein wenig irritierend. Gelehrter. Oh. Zwischendurch heilen, bitte. Jo. Oh. Okay. Ich seh's ein. Wir sollten erst noch ein wenig töten. Bevor wir weitermachen. Ja. Also. Genau, da hinten ist das Problem. Da sind viel zu viele auf dem Haufen. Wir schleichen uns einfach fliegenderweise an den vorbei. Freut mich, dich zu sehen. Und schlafen hier. Das Beste im Haus. Gute Nacht. So, stopp. Sofort Schuss des. Stark des Schusses zaubern. Du sofort den da zaubern. Du fliegen und weg hier. Und andauernd gehen irgendwelche Sachen kaputt. Repariert. Da kann ich nichts machen. Ja. Also jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir unsere Stufenaufstiege dafür benutzen sollten, dass jeder Reparaturmeister wird. Sonst kommen wir da echt nicht mehr hinterher. Und immer alles zu Girogon schieben ist einfach zu nervig. So, also wir wollen töten. Dafür bräuchten wir Lay, damit sie den anderen Lichtbuff spricht. Wenn sie dann irgendwann mal fertig ist mit Erholen. Das wäre der nächste Punkt. Alle Rüstungsskills auf Meister, damit wir schnellere Erholungsrate haben. Oh, da sind noch die Dicken dabei. Erstmal machen wir die hier weg. Erstmal können wir mal Geddon sprechen, fällt mir gerade ein. So. Das sprechen wir gleich nochmal. Oh, warte mal. Du Solarstrahl. Du noch ein Armageddon. Sieht irgendwie lustig aus. Du. Kraftheilung. Oh. Du Sternfeuer. Du noch eine Kraftheilung. Du kannst noch einen dritten Armageddon, richtig? Nicht genug Zauberpunkte. Das ist echt krass. Wie viel hast du denn gerade? 145, da fehlt nicht viel. So. Na komm.
schaffe es wenigstens eine Hydra umzubringen. Ja, eine. Wie viel hast du noch? Ja, okay. Alle Gegner müssten eigentlich einigermaßen angeschlagen sein. Komm, weg, 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 weg. Riesenhydra, Riesenhydra. Ah, hält sich in Grenzen. Und das macht sie auf jeden Fall ausbezahlt, dass wir den Gruppenheilzauber als Schnellzauber genommen haben. So. Sacken, 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 weg. Was sagt Stufenanstieg? Keiner bisher. Lebenspunkte. Wir haben gar nichts abbekommen von dem Armageddon. Ach, die Hydra ist da hinten, aber das bringt nicht so wirklich viel. Oh, okay, ich hab nichts gesagt. Ching, 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 ching. Weg. Also aufräumen hier hinten klappt nicht so gut wie erwartet. Aber wir stärken uns aber mal so einen einzelnen Titan, die schaffen wir ja. Also wenn sie wirklich alleine sind. So, Zauberpunkte sind alle, alle. Zwischendurch mal gucken, ob die Waffen alle noch heil sind. Repariert. 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 Bin ich ja sehr motiviert. So, ein Titan kaputt. Noch irgendwo ein Einzelner, den wir... Oh, keine Elite. Nee. Ja, wohl probieren wir mal ganz kurz. Wir haben allerdings auch keine Zauberpunkte, um uns wegzuteleportieren. Also weder Stadtportal noch Lloyd's Beacon. Da sollten wir echt vorsichtig sein. Edeltitan kaputt. Stiefel. Ich weiß nicht. Oh. Trefferpunkte plus 17. Wie viele Reaktionen hast du? Irgendjemand noch ohne tolle Stiefel? Nö. Repariert. Na gut, werden die verkauft? Ah, ein einfacher. Da müsste doch langsam auch mal ein Stufenanstieg drin sein. Ich meine, wir töten Hydras und Titanen am Stück. Ja. Nur noch Lay fehlt. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Du da, du wirst der Stufenaufstieg für Lay werden. Ja, lauf. Lauf weg vor den vier Helden. Jenseits von Gut und Böse, Meister über Leben und Tod. Ja, schon. Yeah. Und das hat nicht gereicht. Was haben wir da hinten? Eine Hydra. Hydra könnte gut klappen. Genau, die sind eh schon alle angeschlagen. Also, weg mit ihr. Oh oh. Na komm, hier ist irgendwas noch hinter uns. Schnell, 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 schnell. Au. Repariert. Oh, oh, oh. Au. Oh, Drache. Nee. Nee, nee, nee. Immer noch nicht. Warum hat Lay so wenig Erfahrungspunkte? Also im Vergleich zu den anderen. Ist sie so oft umgekippt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Warte mal. Taktischer Rückzug. Es eilt ja nichts. Ich würde jetzt ungern, dass Lay stirbt und wir dann nicht wegfliegen können. Stufenaufstieg, Stufenaufstieg, Stufenaufstieg. Tag des Schutzes. Fliegen. Tag der Götter. So. Fähigkeitspunkte. 58 Stück. Du. Reparieren auf 7. Reparieren auf 7. Reparieren auf 7. So, du erhöhst bitte. Schatten.
damit der Armageddon mehr Schaden macht. Meine Hoffnung ist, dass wenn wir genug Punkte in Schattenmeister haben, dass wir in eine Zone reingehen können und wirklich alles wegsprengen, was noch einigermaßen Erfahrungspunkte gibt und so einen ganz schönen Boost bekommen an Erfahrungsstufen. Damit wir selbst vor Titanen und Drachen und so nicht mehr wirklich in Deckung gehen müssen. Oh, Kitsch. Hast du etwas Bestimmtes? Weg. Ich weiß es nicht. Die ganzen identifizierten Sachen müssten ja eigentlich verkauft werden dürfen. Was hast du denn so? Lauter Sachen, die wir verzaubern könnten. Trägerresistent gegen Schlaf. Gar nichts. Ich glaube, den gar nichts Gürtel kaufe ich mal. Und den Ring, der weil er ziemlich mächtig aussieht. Du und du. So. Dich bitte gleich verzaubern. Regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. Hat irgendjemand noch keinen Zauberpunkt Regenerationsdingens? Regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. Repariert. Glück plus 10, der ist nicht so wirklich toll. Zauberpunkte wollte ich aber gucken. Rüstungsklasse, Intellekt, Ausdauer, Feuerresistenz. 100 Intellekt. Glück. Ganz schön popelige Handschuhe. Was zur Hölle? Sie braucht aber eine bessere Handschuhe. Intellekt und Glück. Nö, sie hat noch nichts, was regeneriert. Also Zauberpunkte. Das heißt, du kriegst den Helm. Der da kann weg. Ich weiß es nicht. Aha. Er kann weg. Er kann weg. Die können weg. Die können benutzt werden. 15 Ausdauer, 5 Rüstungen. Achso, das ist nicht mehr die beste Kette. Wir gucken uns bei den Rüstungen so weiter jetzt nur noch die besten an. Also von der Stufe der Ausrüstung her quasi. Gibt es hier einen Rüstungshändler? Hier ist nichts. Hallo. Ein Führer. Hallo. Sieht nicht wirklich danach aus. Du. Schon in der Kraft. Ah, doch, hier Rüstungshändler. Sehr schön. Die feinsten Rüstungen im Land. Verkaufen. Weg, 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 weg. Weg. Ganz viel zu modifizieren. Was hast du denn so für Spezialitäten? Nichts. Bis demnächst. Ah, sehr enttäuschend. Hallo, wie geht's? Ah, soweit ganz okay. Da, Edeltitan. Komm her. Oh. Wo war eigentlich der Meister Reparierer? Da waren wir ja einmal schon kurz gewesen für Virugon. Ist schon eine Weile her. Flieh. Buch des Wissens. Ja, das ganze Gedöns bitte einmal zu. Talana. Damit wir das verkaufen oder was auch immer können. So. 15 Ausdauer. 5 Rüstung. Ist eigentlich besser als ein Helm. Den behältst du bitte mal. Den hier haben wir halt nur auf, damit er das Schwert aus dem Stein ziehen kann. Regeneriert Zaubermittelpunkt der Zeit. Das ist doof. Das kann weg. Kann weg. Kann weg. Weg. Kann alles weg. Jo. Repariert. Du, verzauber bitte mal irgendwas Neues. Umhang. Plus 10 Stärke. Gerogon. Stärke plus 7. Was macht deiner? Viel bessere Sachen. Okay. Deiner macht Ausdauer plus 11, deiner macht regeneriert Trefferpunkte mit der Zeit, aber halt nur Rüstung 1. Das ist echt mau. Na gut, das können alles weg. Mir fällt gerade so auf, was machen wir eigentlich hier? Ich glaube, ich wollte... Wollte ich einfach einen Titan töten für Erfahrungspunkte? Oder hatten wir einen Plan? Ja, wir wollen Prinz Nikolai finden, aber das ist schon eine ganze Weile her. Das war vor ein paar Folgen. Und der ist in irgendeinem Zirkus irgendwo. Besuche den Altar der Sonne. Welches Datum haben wir?
Wir haben den 9. September. Am 23. September ist wieder ein möglicher Zeitpunkt, wo wir das machen könnten. Na komm. Hau, 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 hau. Ka-ching. Ich weiß nicht. Ein Ring von einem Titan, der nichts macht. Du, verzauber bitte den toll aussehenden Ring. Zauberpunkte plus 9. Da kann ich nichts machen. Repariert.